So, los geht's. Okay, wunderbar. Guten Morgen von mir auch. Ich darf Sigrid vorstellen. Sigrid ist ein langjähriges Community-Mitglied, für die, die sie nicht kennen. Sie ist Veranstalterin des Joomla Day Österreichs und auch Mitveranstalterin des heutigen Joomla Day Dachs. Und außerdem ist sie Lead des CMS Release Teams. Und sie will uns jetzt etwas über Joomla 4 Update erzählen. Genau. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ja, ich habe ja gestern schon was erzählt zu, also ich habe so eine kurze Joomla 4 Backend-Demo gemacht und einiges hergezeigt und heute zeige ich so, wie kommt man denn jetzt eigentlich zu Joomla 4? Genau, so, jetzt werde ich mal hier meine Slides starten. Einen Augenblick. Ich werde meinen Bildschirm teilen. Ich teile jetzt meinen gesamten Bildschirm. So. Das ist jetzt hier schon sichtbar und jetzt gehen wir hier in den Präsentationsmodus. So, Joomla 4, eine neue Welt der Möglichkeiten. Und jetzt nochmal kurz zu mir. Also mein Name ist Sigrid Kamlinger. Ich mache Webseiten mit Joomla seit 16 Jahren und habe eine Joomla-Agentur nahe in Wien, ein Team von drei quasi fix hier Arbeitenden und einige Kooperationspartner, Partnerinnen. Ich bin eben, wie der Harald schon gesagt hat, mit auch Initiatorin und Organisatorin des Joomla Day Österreich seit 2015. Habe auch die Joomla User Group Wien mitbegründet und bin seit 2019 im CMS Release Team und bin seit letztem Jahr CMS Release Team Lead. Was macht das CMS Release Team? Wir testen Joomla, unter anderem testen Joomla in komplexen Umgebungen, das heißt in Kundenprojekten, mit denen wir das vorher natürlich absprechen, machen wir mit Packages oder Release Candidates Tests, damit dann einfach ihr keine Fehler in euren Joomla-Installationen findet. Genau. Also, und ja. Jetzt Joomla 4. Also, ich habe mich jetzt mit Joomla 4 schon länger auch diesbezüglich auseinandergesetzt. Und warum sollte man jetzt auf Joomla updaten? Also, Joomla 3, das läuft alles, der Kunde ist zufrieden, ist eine schöne Webseite. Warum soll ich jetzt auf Joomla 4 updaten? Also einmal Joomla for SEO. Also das sind jetzt Marketinggründe, aber natürlich ganz einfache. Also einfach Joomla ist immer schon und ist auch in Joomla 4 natürlich für Suchmaschinen optimiert, um einfach auch gut gefunden zu werden. Joomla 4 Design heißt, dass das Backend eben auch ein neues Design bekommen hat. Joomla for Suche oder Search ist die Smart Search. In Joomla 4 ist jetzt Standard, also das Com Search, die alte Suche ist nicht mehr da. Das zeige ich nachher noch kurz. Joomla for E-Mails, es gibt jetzt E-Mail-Templates. Also zu all diesen Punkten, die ich da jetzt aufzähle, gibt es auch Dokumentation, gibt es alles weitere, wo man sich noch informieren kann. Aber die E-Mail-Templates sind schon eine sehr feine Sache. Das muss man jetzt nicht mehr kompliziert in den Language Overrides machen, sondern kann das direkt in einer schönen Benutzeroberfläche im Backend machen. Joomla for Workflows, die habe ich gestern bei meiner Demo ganz übersehen. Also es gibt jetzt die Möglichkeit, Workflows einzurichten. Man muss das einmal im Backend aktivieren. Also da gibt es einen Schalter, da schaltet man die Workflows ein und der Content, also Inhalt müsste das sein in den Optionen. Und dann hat man die Möglichkeit, Workflows zu definieren. Joomla for Speed. Dazu gibt es auch schon einige Vergleiche online. Joomla 4 lädt einfach im Standard, also mit dem Standard-Template extrem schnell. Ich finde auch, das Backend geht extrem schnell. Es ist einfach fein, damit zu arbeiten, weil es, ja, Joomla for Speed. Joomla for Barrierefreiheit. Es wurde ja ganz viel im Bereich Accessibility gemacht, Barrierefreiheit. Dazu gibt es auch, hat es auch schon Vorträge gegeben. Habe ich gestern auch ein bisschen was gezeigt, also das kann man sich auch nachsehen. Und Joomla for Sicherheit. Es wurde im Joomla Code ja ganz viel optimiert, neu gemacht. Und da vor allem auch bezüglich Sicherheit, Prepared Statements, falls das jemandem was sagt. Also das ist hier ganz viel, was sich geändert hat. Ja, und wann mache ich jetzt mein Joomla 4 Update? Wahrscheinlich noch nicht sofort, denn man hat bis 23. August 2023 Zeit. Es könnte auch das 17. sein, aber auf jeden Fall bis August 2023. Das heißt, es sind immer noch fast 2 Jahre. Das heißt,
es wird jetzt einmal, und da komme ich jetzt auf das Wie, es macht Sinn, das sich vorher einmal zu überlegen für die einzelnen Projekte. Bei kleineren Projekten kann man sich ja früher updaten, bei größeren später wahrscheinlich. Kommt darauf an, wie viele Erweiterungen verwendet werden, welches Template man verwendet, ob vielleicht beim Kunden sowieso ein neues Thema ansteht, die Seite einfach ein Relaunch, ein neues Design bekommen soll. Also da gibt es eben viele Punkte, die man berücksichtigen kann, um das natürlich ideal umzusetzen. Also ich habe jetzt schon mit 9 Projekten mit Joomla 4 begonnen, habe aktuell einen Relaunch, den ich ursprünglich auf Joomla 4 machen wollte, wir jetzt aber nochmal um ein Jahr verschoben haben, einfach weil da, ich glaube, es sind 3 oder 4 Erweiterungen, die einfach noch nicht für Joomla 4 vorhanden sind. Und daher haben wir das jetzt nochmal ein Jahr zurückgestellt, richten aber jetzt das System schon so ein, dass wir, sobald die Erweiterungen dann für Joomla 4 fertig sind, recht schnell updaten können. Also, dass es dann keine Probleme eigentlich mehr macht. Wie fange ich jetzt an? Also, das Erste ist informieren. Es gibt einige Dokumentationen, die gibt es auf Englisch und mittlerweile auch auf Deutsch. Das heißt, einfach einmal lesen und nachdenken und planen. Wie geht jetzt das Planen? Also, zuerst, Joomla 4 geht immer über Joomla 3.10. Das heißt, es ist eine Brückenversion. Als nächstes macht man eine Bestandsaufnahme und schaut sich an den Fokus der Seite. Also was ist alles da in meiner Joomla 3.10-Version? Da kann man sicher einiges, also ich zeige nachher auch in einer Installation einiges, da kann man sicher einiges aufräumen, da kann man sicher einiges mit dem Kunden besprechen, ob das noch notwendig ist oder nicht. Und bei manchen Installationen wird es vielleicht ein kompletter Relaunch. Aber ich würde sagen, das ist meistens nicht notwendig, weil es, wenn es vorbereitet ist, recht schnell erledigt ist. Dann sollte man sich auf jeden Fall anschauen, es sind die technischen Anforderungen am Server da und es gibt, das wird aber auch in Joomla geprüft mit dem Pre-Update-Checker, das zeige ich nachher auch. Aber das ist wichtig, der Server muss natürlich dafür eingerichtet sein. Und dann muss man sich auch überlegen, wie soll da die Migration ablaufen. Also ich habe eine laufende Webseite. Da kommt es immer darauf an, wie viel Kunden- oder wie viel Benutzerinteraktion ist da drauf. Ja? Bei einem Online-Shop kann ich nicht eine Kopie machen, upgraden und eine Woche später tausche ich dann das auch. Das geht nicht. Das heißt, man muss da zumindest eine Downzeit, eine Offline-Zeit einberechnen, die natürlich möglichst kurz zu halten ist. Ja? Und das gut vorzubereiten, das sollte man sich rechtzeitig überlegen. Auch wo mache ich die Migration? Mache ich das bei mir auf einem lokalen Server? Mache ich das in einer Subdomain, mache ich das in einem Unterverzeichnis, mache ich das ja auf einer anderen Domain? Also das muss man sich auch rechtzeitig überlegen. Dann als nächsten Schritt muss man die Erweiterungen prüfen. Ja? Also einfach einmal durchs Backend klicken, noch gar nicht mit dem Update-Checker, Pre-Update-Checker, sondern einfach einmal durchs Backend klicken und einmal schauen, was ist unter Komponenten alles da? Ja? Werden die verwendet? Sind da Daten drinnen? Wann war der letzte Eintrag? Mit dem Kunden sprechen. Okay, wird das noch benötigt? Dann auch zu schauen, welche Plugins sind installiert, die nicht von Joomla sind. Auch das Template, sich einmal zu notieren. Okay, was ist denn das für ein Template? Zu schauen, gibt es davon schon eine Version für Joomla 4? Oder ist das eine Eigenentwicklung? Dann rechtzeitig anschauen, okay, was muss ich das neu machen? Wie viel muss ich neu machen? Und so weiter. Die Module sind noch relativ einfach, sage ich einmal, weil die meistens kein, also schon zentral sind auf der Webseite, aber relativ einfach auch anzupassen sind. Natürlich auch die Sprachen, also da sind vielleicht 7 Sprachen installiert, dann hier aufzuräumen, um einfach das System schön aufgeräumt dann auf die nächste Version zu heben. Dann auch zu überlegen, welche Erweiterungen kann ich durch den Core ersetzen mit den Custom Fields. Ich habe auch bei einem Kunden, haben wir so eine Erweiterung programmiert, wo eigentlich nur Einträge drinnen sind, die man auch in Joomla-Beiträgen machen kann mittlerweile. Und dann natürlich im Pre-Update-Checker, das zeige ich ihm nachher, zu schauen, welche Erweiterungen sind da, die man vielleicht übersehen hat, weil der prüft wirklich alles. Und bei den Erweiterungen auch zu prüfen, was wurde selbst dazu programmiert, ist der Entwickler noch verfügbar oder war ich das selber? Wie aufwendig ist das auf Joomla 4 zu migrieren, zu planen, im Code das zu machen. Also das sind schon einige Dinge zu berücksichtigen. Dazu gab es in der Vergangenheit auch schon Vorträge und kommen auch sicher noch mehr. Und man muss sich ja einfach mit dem Code auseinandersetzen, der neuen Struktur. Dann Inhalte prüfen.
die Kategorien durchschauen. Gibt es leere Kategorien? Gibt es Kategorien, wo nur Beiträge im Papierkorb sind? Auf die Beiträge zu schauen, wird das wirklich alles noch benötigt? Die Module und die Menüs. Bei den Modulen habe ich einen Tipp, vor allem wenn es beim Upgrade Probleme gibt, dann im Template nämlich. Ich mache das immer so, ich leere zuerst, ich gehe auf die Module und filter auf den Papierkorb und leere den kompletten Papierkorb, weil das wird ja nicht mehr gebraucht, ist anzunehmen. Wobei ich habe auch schon gehört, es gibt Kunden, die verwenden den Papierkorb als Archiv. Da müsste man dann aufpassen, wenn man den Papierkorb leert. Also ich leere den, das mache ich hauptsächlich bei Modulen. Kann man auch bei anderen Sachen machen, aber Module. Papierkorb leeren. Dann filter ich auf die deaktivierten Einträge, weil die werden zurzeit ja nicht angezeigt. Dann werfe ich die in den Papierkorb. Dort sind sie dann und sind ja, weil der Papierkorb ist ja leer. Dann filter ich auf die aktivierten Einträge und deaktiviere diese. Weil dann kann ich, wenn ich zum Beispiel das Template neu mache, nachher einzeln die Module zuschalten und ich sehe dann im Anschluss daran, welche werden tatsächlich verwendet, wenn ich mein Frontend neu baue. Weil das sind die, die dann aktiviert sind. Und die anderen kann ich mir dann überlegen, was ich mit denen mache. Das ist so ein Tipp am Rande. Dann natürlich das Template anzuschauen vor dem Joomla 4. Das erste, wenn es ein Drittanbieter-Template ist, gibt es bereits eine Version für Joomla 4. Wenn nicht, nachfragen, bis wann das fertig ist und dann entsprechend planen. Verwende ich das Protostar-Template in einer angepassten Version? Da der Hinweis, Protostar gibt es unter Joomla 4 offiziell nicht mehr. Es gibt anscheinend schon eine Version, die dann hat. Unter Joomla 4 läuft. Ich würde da wirklich sehr vorsichtig sein, weil Protostar läuft mit Bootstrap 2. In Joomla 4 wird Bootstrap 5 verwendet, im Frontend die Dateien. Also ich würde es nicht empfehlen. Also Protostar auf jeden Fall einen Ersatz planen. Protostar wird beim Update gelöscht und es wird auf Cassiopeia umgestellt. Und dann sich auch in Joomla 4 anzuschauen, passt Cassiopeia zu meinen Anforderungen oder suche ich mir ein anderes Template. Wenn ich das gecheckt habe und ich weiß, okay, meine Sachen, entweder ich muss was tun oder das ist für Joomla 4 bereit, dann kann ich weitergehen. Auch anschauen würde ich mir die Seitenstruktur. Also ändert sich was im Menü? Ändert sich die Navigation? Brauche ich ein neues Menü? Ist das dann die Struktur? Also bei dem Menü selbst ändert sich in Joomla 4 nichts. Also die sind alle so da nach dem Update wie vorher. Der einzige Punkt, der hier zu beachten ist, das Routing, ich zeige das kurz, ich habe hier einen Screenshot, das Routing kann man ja in Joomla unter Inhalt, also Beiträge und Optionen einstellen und dann am Reiter Integration gibt es das Routing und dort ist die URL-Generierung. Das gibt es auf kompatibel, das war früher, also Legacy und dann gibt es modern und es wird in Joomla 4 gibt es nur mehr modern. Da steht dann da auch nochmal, das zu prüfen und das ist einfach die Empfehlung nach dem Upgrade mit einem Link-Checker zu prüfen, ob es könnte sein, dass es Probleme macht, zum Beispiel so ein Blog-Einträgen, dass dann nachher manche Seiten nicht aufrufbar sind, aber das würde ich sowieso machen nach einem Relaunch, einmal so einen Link-Checker drüber laufen zu lassen und schauen, welche Seiten sind nicht aufrufbar aus dem Google-Index oder auch von der eigenen alten Sitemap, was hat sich geändert. Zur Suche noch, die normale Suche gibt es ja mit Joomla 4 nicht mehr, das ist dann nur mal Smart Search, die einfach viel besser konfigurierbar ist und eine Indexierung halt läuft und keine Volltextsuche in der Datenbank ist im Prinzip. Genau, das hatten wir schon. Dann geht es zum Pre-Update-Checker in Joomla 3.10. Wenn man auf Joomla 3.10 ist und dann, also 3.10.3 zum Beispiel zurzeit abgegradet hat, und dann auf Joomla Update klickt, dann ist das erstmal leer und nicht zu sehen. Ich gehe da jetzt relativ schnell durch, weil ich zeige es dann live in der Datenbank. Also um den Pre-Update-Checker zu sehen, das zu finden, wenn man geht auf Komponenten und dann auf Joomla Update und in den Optionen muss man den Update-Server auf Joomla Next stellen. Wenn man dann speichert, dann kommt man direkt wieder zurück auf den Update-Screen und dort läuft dann schon der Pre-Upgrade-Checker durch. Das sieht dann in etwa so aus. Idealerweise ist viel grün, wenig orange und nichts rot, aber das schauen wir uns dann auch noch im Detail an. Das wäre dann auch so mit Updates erforderlich, kein Update erforderlich. Das sind so die verschiedenen Sektionen, die es da gibt und mit so kritischen Warnungen oder nicht. Da wird einfach dann angezeigt, sind die Erweiterungen, die ich verwende, schon für Joomla 4 verfügbar oder gibt es hier was zu tun? Also das nicht ignorieren, sondern das sind ganz wichtige Informationen.
beim Joomla 4 Update, da gibt es einen Punkt, das mit diesen potenziell ernsten Upgrade-Problemen. Das sind vor allem Plugins, die im Zuge des Upgrades aufgerufen werden können. Also wenn es für die keine neue Version gibt oder für Joomla 4 nicht möglich sind, dann wirklich aufpassen, weil dann wird das Upgrade sehr wahrscheinlich nicht durchlaufen. Das sind Plugins vom Typ System, User Authentication, Action Log und Two-Factor Authentication. Das sind Update-Plugins, die einfach während dem Upgrade-Prozess oder aufgerufen werden könnten. Also es muss nicht sein, aber es kann sein, dass die aufgerufen werden und das gibt dann Probleme. Und da muss man dann einfach wieder von vorne anfangen. So, ja. Moment. Ich habe hier was. Wie geht's jetzt los? Das Erste, ich gehe das jetzt noch einmal theoretisch durch und dann zeige ich es euch bei mir. Also das Erste ist immer Backup machen und Backup testen. Also nicht Backup machen und dann drauf loslaufen und Joomla 4 installieren und dann kommt man zum Schluss drauf, das Backup hat nicht funktioniert. Sondern meine Empfehlung ist, das Joomla 4 Update sowieso zuerst zu testen. Das heißt, ein Backup machen, das Backup lokal in einer Entwicklungsumgebung zum Beispiel zu entpacken. Damit habe ich es ja schon getestet. Ja? Und dieses Backup aber auch wegsichern, weil wenn ich das Backup entpacke, kann sein, dass es danach automatisch gelöscht wird. Also gerade bei Akeba mit dem Kickstart am Ende bei Aufräumen wird das Backup gelöscht. Das heißt, das Backup, das du gemacht hast, in der lokalen Entwicklungsumgebung auf jeden Fall noch an einer anderen Stelle sichern. Ja? Das ist der Ausgangspunkt. Und in dieser Entwicklungsumgebung wird dann auf Joomla 3.10 aktualisiert. Das ist die letzte mögliche Version von Joomla 3.10. Wenn du Joomla 3.9 laufen hast, auf 3.10, da passiert nichts. Das ist so wie ein kleines Upgrade. Ja. Also ich habe noch keine Installation jetzt gehabt, wo das irgendwo ein Problem wäre. Also ich habe alle jetzt schon auf 3.10. Eine Datenbankprüfung dann zu machen, den Papierkorb zu leeren, kann ich auch nochmal zeigen, gibt es genug Dokumentation dazu und dann idealerweise nochmal ein Backup zu machen in der Entwicklungsumgebung dann direkt. Und dann das Pre-Update-Check, den Pre-Update-Check laufen zu lassen und parallel in einem zweiten Fenster sich das anzusehen. Das zeige ich dann, wie man das macht. Genau. In dem Pre-Update-Checker alle Erweiterungen prüfen, entweder sollen die abgedatet werden, muss ich was umprogrammieren oder deaktivieren oder wirklich deinstallieren. Dann das natürlich auch beim Template zu prüfen. Dann stellt man die Fehlerbericht auf Maximum oder Entwicklung, damit einfach, wenn ich beim Upgrade auf ein Problem laufe, ich dann nicht eine weiße Seite habe, sondern damit mir da der Fehler auch tatsächlich angezeigt wird. Dann kann man bei dem Pre-Update-Checker, wenn man dann wirklich auf Live-Update geht, muss man nochmal bestätigen, dass man ein Backup hat und dann kann man erst updaten. Das heißt, wenn ihr irgendwo auf Joomla 4 seid und Probleme habt und sagt, ich habe aber kein Backup, es hat mir niemand gesagt, das gilt nicht, weil du hast das irgendwo bestätigt, dass du ein Backup hast. Also das sind so diese Support-Einträge. Und dann das Update tatsächlich zu starten in der Entwicklungsumgebung. Also wir sind immer noch nicht auf Live quasi. Ja. Dann sind wir auf Joomla 4. Auf dem schönen, wunderschönen neuen Backend mit den Joomla 4 schönen Menü, neuen Möglichkeiten. Dann dort als erstes ein Akeba Backup updaten, weil Akeba Backup in Joomla 3 ist 3 Version 8 und in der Joomla 4 Version ist es dann 9. Also dort auf jeden Fall, ich mache es jetzt so mit Akeba Backup dann nochmal auf updaten, das Akeba Backup selbst updaten auf die Version 9 und dann wieder ein Backup machen. Idealerweise natürlich das auch zu testen. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die man noch durchprüfen sollte, im System auf Wartung auch zu schauen, die Datenbank im System installieren, das sind jetzt diese neuen Menüpunkte, auf Überprüfen zu schauen, gibt es noch was aktualisiert werden soll, also auf System installieren und auch aktualisieren. Das Template einmal grundsätzlich prüfen im Frontend, passt es oder auch ein Update installieren. Die Suche, die alte ComSearch, entweder es gibt so eine Mini-Version, dass es einfach da ist, oder zu deinstallieren, wenn man auf Smart Search umsteigt, die Nachinstallationshinweise beachten. Und dann haben wir noch den Punkt, das Backup, wenn es dann jetzt wirklich, also das war jetzt immer noch Testumgebung. Ja? Bisher waren wir in der Testumgebung und haben mal alles ausprobiert und angeschaut und wissen, okay, das Joomla 4 Update läuft. Dann kann man gehen in die Live-Version, macht dort nochmal ein Joomla-Backup von Joomla 3.10, macht sich die Schritte, die mir idealerweise vorher ja auch alle notiert hat. Ja.
macht dann diese Schritte, macht das Joomla 4 Update in der Live-Version und da natürlich den Offline-Zeitraum möglichst gering zu halten. Natürlich, wenn ich das vorher alles ausprobiert habe und weiß, was ich tun muss, dann bin ich in einer, sage ich jetzt einmal, wenn die Daten nicht so groß sind, in einer halben Stunde, Stunde fertig. Ja. Und wenn ich dann auf Joomla 4 bin, in der Live-Umgebung, dann nochmal mit einem Link-Checker die Links zu prüfen, Umleitungen einzurichten, wenn sich was geändert hat. Die Fehleranzeige, den Fehlerbericht von Maximum wieder auf keine zurückzusetzen. Und dann die Daten, die jetzt vielleicht in der einen Stunde oder die von der Testumgebung, also wenn es da irgendwo Daten gibt, die nochmal neu gemacht werden, also die in der Zwischenzeit gemacht werden, dann, also das, es kann sein, dass man ein Joomla-Update macht und zwar folgendermaßen. Ich mache mir am Montag um 8 Uhr ein Backup von der Webseite, mache in diesem das Update, vielleicht bis Montag bis 12 Uhr, ja, und dann um 12 Uhr ersetze ich die Joomla 4 Seite mit der Joomla 3.10. Dann habe ich von Montag 8 bis 12 Uhr 4 Stunden, wo es sein könnte, dass auf der Webseite was passiert wäre. Das könnte man auch manuell nachtragen. Ja. Oder man hätte gesagt, okay, ich mache das vielleicht abends um 10 und setze die Webseite für 4 Stunden offline. Das ist einfach eine Entscheidung, die man treffen muss, ob man sich Offline-Seiten leisten kann. Oder das vielleicht nicht 4 Stunden, sondern nur eine Stunde dann zu haben. Es kommt darauf an, welche Erweiterungen verwendet werden und so weiter. Und dann ein Abschluss an das Joomla 4 Update, wenn man dann auf live ist, die Entwicklungsseiten aufräumen. Ja. Nicht, dass dann noch irgendwo alte Joomla 3.10 Versionen herumliegen vom Update, die dann eben nicht gepflegt werden und natürlich gehackt werden können. Ja. Also dann aufräumen, die Entwicklungsseiten entfernen und was auch noch ein Tipp ist, dann danach zu notieren, alle Sachen, die euch aufgefallen sind, weil später seid ihr irgendwann mal froh, wenn ihr bei einer anderen Webseite vielleicht ein ähnliches Problem habt und darauf zurückgreifen könnt. Generell wünsche ich euch dabei viel Erfolg und es wird gut gehen. Ja. Bei großen Problemen melden und ihr habt das vorher getestet, es wird funktionieren. Und bei Problemen natürlich im Forum melden, auf Facebook, in Clip oder Ring Central, wo auch immer. So, und jetzt zeige ich euch das einmal. Ich habe eine lokale Version einer Webseite. Und das ist der falsche Browser. Hier bin ich. Und zwar von meiner eigenen Webseite. Ich habe ein Backup gemacht, habe das lokal hier eingespielt. So, jetzt habe ich da, Moment, falsch mich vertippt. Und ich logge mich da jetzt ein. Was ist jetzt da? So, also ich bin jetzt in einer lokalen Version von meiner Webseite und ich zeige euch jetzt der Reihe nach, was ich euch erzählt habe. Also ich habe ein Backup gemacht, ich habe das getestet, ich bin lokal in einer Entwicklungsumgebung, habe mir da schon einmal ein bisschen was durchgeschaut, habe schon ein bisschen aufgeräumt. Ich habe jetzt das Backend auf Englisch, ich stelle es jetzt auf Deutsch um. Wenn ihr auf Probleme läuft, ich finde es immer angenehmer, das dann auf Englisch zu haben, weil wenn man also auf Google sucht, man wahrscheinlicher Antworten findet, wenn man auf Englisch sucht. Und wenn ich die Fehlermeldung dann schon auf Englisch habe, kann das unter Umständen angenehmer sein. Ich stelle es jetzt hier trotzdem nochmal auf Deutsch, einfach um es hier in der Ding auf Deutsch zu haben. Also das ist das Backend von meiner Seite. So, als erstes, also ich sehe mal, ich bin auf Joomla 3.10. Ich sehe, ich habe zwei Erweiterungsupdates. Wir haben gesagt, mal alles updaten, aber ich möchte jetzt gern zuerst nochmal euch zeigen, warum das dann so ist. Ich habe hier ein Joomla-Update in der Komponente. Wenn ich hier hingehe, sagt er mir, okay, es ist bereits die aktuellste Joomla-Version 3.10 installiert. So, warum sehe ich jetzt hier nichts? Ich will ja den Pre-Update-Checker sein. Also seit 3.10.2 ist der dann da gut auch nicht mehr sichtbar, auch nicht mehr für die Kleinen, sondern nur, wenn ich sage, okay, in den Optionen, ich will den Update-Server umstellen auf Joomla Next. Ich weiß, würde ich sonst nicht machen, aber das mache ich da jetzt, weil ich updaten will und weil ich den Pre-Update-Checker aufrufen will. Dann speichere ich das. So, und dann läuft der direkt los. Das ist jetzt die Installationsprüfung für Joomla 4.0.3. Dann sehe ich hier schon, da unten ist jetzt das durchgelaufen und hat jetzt hier jede Menge Meldungen und wir schauen uns jetzt das soweit durch, was zu tun ist. Ich könnte jetzt natürlich sagen, also auf keinen Fall würde ich das eigentlich machen, auf Live-Update zu gehen. Ich sehe dann hier, was noch los ist und ich könnte die Warnung über möglicherweise inkompatible Plugins ignorieren und mit dem Upgrade fortfahren. Nein, ja, nicht das machen. Ja. Sondern wir gehen auf die Installationsprüfung und schauen uns das durch. Es gibt hier den Punkt, der ist bei mir grün.
benötigte PHP- und Datenbankeinstellungen. Ich kann auf Details klicken und dann sehe ich dann PHP-Version 7.2.5, alles gut. Ich kann hier upgraden und meine Voraussetzungen am Server sind alle irgendwie sind alle vorhanden. Bei den empfohlenen PHP-Einstellungen, also wenn das nicht so wäre, dann müsstet ihr einfach da jetzt euren Server im Prinzip neu, also einen anderen Server wählen, einen anderen Provider wählen, updaten. PHP-Einstellungen, Fehler anzeigen, ist jetzt bei mir schon auf an. Und die gepufferte Ausgabe, ich bin jetzt hier auf dem Localhost, das kann sein, dass da hier Einstellungen anders sind, aber das ist orange, das heißt, es ist nur eine Warnung, ich kann da jetzt trotzdem fortfahren. Dann habe ich hier die Drittanbieter und Erweiterungsprüfungen. Da gibt es jetzt verschiedene Sektionen. Das erste ist mal die Update-Information. Ich zoome jetzt hier noch ein bisschen rein. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Die Update-Informationen sind nicht verfügbar. Und was ich jetzt mache, ich mache mir jetzt hier oben ein zweites Fenster auf und schaue mir dann im Prinzip parallel alles durch. Ja? Ich habe grundsätzlich Update-Informationen nicht verfügbar. Das heißt, das sind Sachen, die haben noch nicht angegeben auf deren Update-Server, dass eine Joomla 4-fähige Version vorhanden ist. Da ist einiges installiert. Gehen wir mal da so quer durch. Dann gibt es eine Sektion, da steht dann Update erforderlich. Das heißt, da gibt es irgendwie eine neuere Version. Und das sind meine zwei Updates, die ich oben gesehen habe. Und dann habe ich noch einen Punkt, kein Update erforderlich. Das ist gut. Da schauen wir einmal drüber. Das ist zum Beispiel Akiba Backup, dann natürlich das German Language Pack. Der JCE ist zum Beispiel auch schon für Joomla 4. Ich habe da U-Team installiert. Das ist auch schon für Joomla 4. Da gibt es Regular Labs, ist da was drinnen. System HTTP-Header ist auch schon für Joomla 4. Und Google Structured Data, das Plugin, ist auch für Joomla 4 schon. Also da so die Sachen. Das heißt, da brauche ich nichts mehr machen. Und jetzt schaue ich mir, jetzt will ich aber natürlich, dass alles möglichst auf grün ist. Nein, ich will nicht möglichst, alles soll auf grün sein oder maximal auf orange, einfach um das Risiko abschätzen zu können. So, als erstes habe ich hier Erweiterungstyp Template und Webgras. Jetzt weiß ich, ich gehe jetzt auf Erweiterungen, Verwalten. Und da schaue ich mir dann jetzt drei nach meine Punkte durch. Er sagt Templates, das heißt, ich wähle hier einen Typ Template. Dann schaue ich mal, was da installiert ist. Und da ist tatsächlich noch ein ewig altes Template von mir. Ich habe letztes Jahr umgestellt und habe dann vergessen, das zu deaktivieren. Das heißt, das deinstalliere ich jetzt einfach. Ich weiß, es wird nicht verwendet. Ich kann das einfach deinstallieren. Genau, und sonst sehe ich dann da schon, ich habe da das U-Team, das ist die neueste Version, 2.6.4. Ich habe Protus da drauf, das ich allerdings nicht verwende. Ich habe das ISIS und das HTOR, das sind die Backend-Templates, die werden automatisch auf das Neue umgestellt und das BIS3 fliegt dann auch raus. So, wenn ich da jetzt das neu lade, also diese Seite, dann läuft er jetzt wieder durch den Pre-Update-Checker und dann wird dieser Eintrag weg sein, weil ich es natürlich deinstalliert habe. Und es läuft dann, rödel, rödel, läuft er doch wieder alles durch und sammelt das auf, was dann hier, das macht er das ausführend. Genau, und jetzt ist hier mein Ding schon weg. Jetzt sehe ich hier OS Map zum Beispiel. Jetzt schaue ich mir hier schon mal durch, OS Map zum Beispiel. Jetzt werde ich hier der Reihe nach die Sachen rausfiltern, die ich weiß, die ich nicht verwende. Also, oder die ich nicht mehr brauche oder die mir jetzt auch egal sind, weil ich weiß, dass die OS Map Erweiterungen sind noch nicht für Joomla 4. Ready. Das heißt, ich markiere das, ich schaue einmal durch, da ist nichts von Joomla dabei und sage jetzt hier einfach einmal deinstallieren. Ich könnte es auch deaktivieren und dann drüben, aber ich will das jetzt zum Vorführen einmal möglichst sauber haben. Dann schaue ich, das ist Override Joomla Mailing System. Das ist, glaube ich, ich hatte mal ASI Mailing, wie auch immer man sagt, installiert. Ja, genau. Das wurde da nicht deinstalliert, das heißt, ich sage da auch, das ist auch noch beim Aufräumen, das schmeiße ich da jetzt raus. Dann habe ich hier, oh, das ist auch noch was Altes, das hatte ich mal verwendet, ein Plugin, das automatisch Bilder verkleinert, das ist aber deaktiviert, das habe ich einfach nach dem Update auch vergessen zu deinstallieren. Ich habe es deaktiviert, aber es wird mir jetzt natürlich angezeigt, weil es ist auch eine ewig alte Version, die da nicht für Joomla 4 kompatibel ist. Das heißt, die deinstalliere ich einfach, brauche ich nicht mehr. Was haben wir noch? Wir haben da EU Privacy Directive. Also auf meiner eigenen Webseite probiere ich immer wieder mal Sachen aus. Ich suche da jetzt danach. Das ist die Cookie-Variante. Dann notiere ich mir jetzt, okay, ich installiere das jetzt und suche mir dann für Joomla 4 eine andere Cookie-Lösung.
zum Beispiel, ja, weil ich mache das dann vielleicht über das Template oder ich habe eine größere Lösung, die mir das dann ermöglicht. Dann, oh, das wird jetzt spannend. Ich habe mir mal ein eigenes Plugin geschrieben, Contact Form, wo aus dem Kontaktformular die Einträge gespeichert wurden. Das ist von 2017. Das habe ich dann bei mir auch, ich habe das für einen Kunden geschrieben, bei mir auch verwendet, aber ich habe gar kein Kontaktformular auf meiner Seite. Also ich kann das löschen. Dann das ist noch, ich hatte mal ein CRM-System auf der Seite installiert. Das habe ich mit Peter Martin, wir haben uns das selber gemacht. Da habe ich auch noch, das sind die Module, ich habe es deinstalliert, aber die Module sind noch da. Ja? Also die fliegen auch raus, weil wenn die Komponente gar nicht da ist, brauche ich die Module ja nicht mehr. Das müsste eigentlich die Erweiterung deinstallieren. Dann habe ich hier, das weiß ich, das System Novarain Framework gehört zu Google Structured Data und das ist eine Komponente, die hier zwar angezeigt wird, dass sie noch nicht für Joomla 4 ready ist, aber ich kann die trotzdem auf Joomla 4 updaten, darum lasse ich das jetzt hier. Dann hätte ich hier OS Map, da hat er irgendwas noch nicht deinstalliert, jetzt schauen wir mal. OS Map, das finde ich jetzt hier nicht, das heißt, das ist etwas, was er updaten will und noch nicht hat. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal auf Überprüfen und schaue, da ist ein Plugin, das ist zwar am Server, aber das ist gar nicht installiert. Wie mache ich das jetzt am schnellsten? Ich mache das jetzt so, ich markiere es hier, installiere das oder ich würde jetzt auf den Server gehen und könnte jetzt dort per FTP oder wenn es lokal ist, das Verzeichnis löschen. Ich mache es jetzt so, dass ich es da installiere und dann also rein installiere in das System. Jetzt habe ich es hier verfügbar, weil es wurde mir ja vorher nicht hier angezeigt. Und dann deinstalliere ich es hier jetzt, weil ich die OS Map, die Komponente, ja nicht verwende. So, jetzt machen wir mal hier einen Neuladen. Jetzt läuft er durch. Jetzt sollten das schon deutlich weniger noch offene Punkte sein. Und so würde ich das dann wirklich auch auf den einzelnen Seiten machen mit meinen Kunden. Sachen. Okay, da gibt es dann hier noch einen Replacer. Schauen wir mal, was das ist. Keine Ahnung. Ah ja, Mai 2016. Das ist auch was Altes, was ich selber da mal hatte. Ich glaube, da habe ich versucht, Webgrass auf der Seite mal automatisch einzufärben. Das war so ein Test-Lern-Plugin. So, dann haben wir hier noch OS Meta. Ich habe Sachen installiert, weiß ich gar nicht mehr. Aber das ist jetzt wirklich auch der Sinn, dann hier auch aufzuräumen. OS Meta, das macht Meta-Beschreibungen. Müsste ich jetzt, da wäre jetzt was, darauf würde ich warten eigentlich und warten, bis das dann tatsächlich für Joomla 4 verfügbar ist. Ich weiß das jetzt, dass ich das da, ich glaube, auf zwei Seiten oder so verwende und darum kann ich das jetzt an der Stelle deinstallieren. Also ganz so brutal rauswerfen mit Erweiterungen müsst ihr sonst natürlich vorsichtig sein, aber ich will jetzt hier vorführen, dass man da das dann das auf einer bestehenden Seite, wenn dann ich alle Sachen habe, die hier updatefähig sind, da updaten kann. So, das ist FOF, das ist Framework on Framework, da Do Not Remove und das FOF 30, da müsste man jetzt dann schauen, welches das ist genau. Das habe ich gestern nicht genau durchgetestet, welches das jetzt tatsächlich ist, das man löschen kann. Und das sieht nach einem alten aus, das 339. Wenn man sich unsicher ist, dann würde ich es ja auch nicht deaktivieren, deinstallieren, sondern einfach einmal deaktivieren. Das ist es nicht. Also da wirklich auf die Schreibweise achten, also mit der Großschrift. Ich mache jetzt hier nochmal Neuladen. So, jetzt ist das noch hier, aber ich glaube, das kann ich ignorieren. So, was haben wir dann hier noch? Den Regular Labs Extension Manager, D2Content, das sind zwei Sachen, D2Content weiß ich, das ist eine Erweiterung, die ich auch selber anbiete mit Data2Site. Wir haben noch keine Joomla 4 Version, das macht aber, hat keine Auswirkungen auf die Daten an sich, weil es nur das, die Ansicht im Backend hast. Das heißt, ich würde das jetzt vorläufig einmal deinstallieren. Da wird es auch eine 4er Version geben, aber es geht jetzt noch nicht. Ne? Und der Regular Labs macht, hat schon einige Sachen für Joomla 4 ready, aber noch nicht alles.
Da könnte man auch probieren, trotzdem zu ihn abzugraden. Ich mache jetzt hier mal nur deaktivieren, um dann nachher einfach zu sehen, was dann in Joomla 4 passiert. Ich habe hier noch das Joomla Check Framework. Das ist noch von dem OS Map. Da muss ich jetzt einfach so durchhandeln. Das eine ist, ich würde das jetzt mal deaktivieren. Dann kann ich mir nachher noch überlegen. Also das würde ich jetzt dann aber auch notieren, einfach um dann nachher zu prüfen, unter Joomla 4 kann ich es verwenden, gibt es ein Update, kann ich es wieder aktivieren. So, und dann sehe ich immer noch hier, ein Update ist erforderlich. Das schaue ich jetzt mir einmal hier an. Was gibt es denn hier noch für Updates? Das sind genau diese beiden. Das ist das JCH Optimize und das Regular Lab Quick Index. Das heißt, ich würde das jetzt einmal hier aktualisieren. Das geht jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich den Extension Manager deaktiviert habe. Schauen wir mal. Nein, geht sogar. Ich habe es aktualisiert. Und das JCH Optimize, da weiß ich, dass ich, glaube ich, eine Fehlermeldung kriege. Das habe ich mir heruntergeladen. Unter meinen Downloads habe ich das JCH. Wo ist es? 10 Minuten, Sigrid. Ja, danke. Hab's falsch. Da ist es, das 7.1. Ich installiere das hier. Und wenn ich jetzt auf Aktualisieren gehe, dann habe ich hier keine Updates mehr, sondern ich bin auf dem neuesten Stand. Das heißt, wenn ich das jetzt hier neu lade, dann habe ich das Update erforderlich. Das ist dann auch weg. Dann laden wir die Seite nochmal neu. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Ich habe jetzt hier immer noch Drittanbieter-Erweiterungen, wo Update-Informationen nicht verfügbar sind. Das NovaRain, ich habe das gestern ausprobiert, also da gibt es dann weitere Informationen. Wenn man draufklickt, das kann sein, dass das ein Plugin ist, das zu einer fehlerhaften Aktualisierung führt. Und deswegen sollte man entweder schauen, ob es eine neue Version gibt, das betroffene Plugin deaktivieren und dann neu prüfen. Und diese Plugins werden dann unter dem hier unter dem Live-Update hier unten nochmal aufgeführt. Also das ist es. In dem Fall weiß ich, dass es trotzdem durchläuft, aber muss nicht garantiert sein. Ja. So, also ich lasse Google Structured Data lasse ich jetzt mal so. Ich habe nämlich auf der Webseite nachgesehen, das steht dann auch, es ist für Joomla 4 ready und das sind nochmal qualitativ wirklich gute Erweiterungen, das lasse ich. Das Aktionsprotokoll Regular Labs Extension Manager habe ich deaktiviert, den Extension Manager auch. Das habe ich auch soweit deaktiviert. Das sollte jetzt passen und hier ist kein Update erforderlich. Dann habe ich ja vorher gesagt, man sollte noch einmal vor dem Update unter Verwalten Datenbank noch einmal schauen, ob man auf der neuesten Datenbankversion ist. Da steht die Datenbank. Struktur ist aktuell, ansonsten könnte ich hier reparieren, dann werden wir meine MySQL-Skripts nochmal neu nachgeladen. Das brauche ich jetzt an der Stelle nicht. Das zweite war eben noch, dass ich in meiner Konfiguration die Fehler unter Server des Fehlerberichten auf keine Stelle, nicht auf keine Stelle, sondern dass ich es auf Maximum oder Entwicklung stelle, damit ich einfach Fehler, die während des Upgrades auftreten, nicht bekomme. Und dann sehe ich hier, Joomla 4 Upgrade ist verfügbar. Ich würde jetzt dann auf jeden Fall noch einmal ein Backup machen vor dem Upgrade, damit ich dann auf diesen Status zurückkommen kann, wenn jetzt irgendwas schief geht, weil dann könnte ich noch mal Plugins deaktivieren oder könnte noch mal andere Dinge tun, die notwendig wären. Ich schaue mir jetzt noch einmal mein Frontend an. Das ist eben, wie gesagt, meine normale Webseite. Das ist eine mit YouTube. Ich habe die letztes Jahr mit YouTube neu gemacht. Ja, und jetzt probieren wir das dann. Also ich habe jetzt ein Backup gemacht, sagen wir, und ich gehe jetzt auf Joomla Update. Dann läuft er jetzt hier nochmal in den Pre-Upgrade-Checker, zeigt mir hier nochmal die Kompatibilitätsprüfungen an, aber wir haben uns das ja schon durchgeschaut. Und das wäre jetzt das, was ich dann verantwortlicherweise sage, ja, das Live-Update, es wurde ein neues Update gefunden auf 4.0.3. Dieses sagt mir jetzt ein Plugin, das Probleme machen könnte. Ich kann jetzt trotzdem, es ist ein System-Plugin und ich habe vorher gesagt, bei den System-Plugins aufpassen. Dann machen wir es jetzt trotzdem so, dass ich kann hierher gehen.
verwalten. Ich werde das jetzt noch deaktivieren. So, damit wird es nicht ausgelöst beim Upgrade und nachher kann ich es ja wieder aktivieren. Jetzt laden wir das noch einmal neu. Ich gehe auf das Live-Update. So, genau. Und dann sagt er mir jetzt tatsächlich, dass hier keine Probleme auftreten. Ja, also ich habe jetzt hier wirklich alles rausgenommen bei der Installationsprüfung. Wenn ich sage Update installieren, läuft er jetzt los und datet schon ab, weil eigentlich müsste ich jetzt hier nochmal bestätigen, dass ich ein Update gemacht habe, aber das weiß ich jetzt nicht. Ich muss nicht bestätigen, dass ich ein Update gemacht habe, weil eh alles passt. Also jetzt mache ich gerade schon ein Update auf Joomla 4. Er fragt mich dann, dass ich eigentlich vorher noch, wenn da unten noch Meldungen sind, dann werde ich gewarnt und muss das nochmal extra bestätigen. So, und jetzt läuft er hier auf Joomla 4. Das kann kurz dauern, bis er dann hier, das ist jetzt der Vorführeffekt, eigentlich sollte das hier gut durchlaufen. Na? 5 Minuten. Ja. So, jetzt machen wir hier nochmal neu laden. Lassen wir nochmal durchlaufen hier. Ich weiß nicht, warum er jetzt hängen geblieben ist. Vielleicht beim. So. Das habe ich aber soweit festgelegt und jetzt sage ich hier Update installieren. Ja, also ich habe es gestern ausprobiert und der läuft dann durch und dann habe ich ein wunderschönes Joomla 4 Backend und meine Webseite läuft so weiter wie vorher. Kann sein, dass es jetzt an meiner Internet, ich weiß es nicht, warum man da jetzt nicht. Ja, jetzt geht's einfach nur langsam, mein Rechner. Jetzt läuft das Joomla Update. Kann man sich einen Kaffee holen, einen Schluck Wasser trinken. Ich glaube, das ist, weil ich jetzt, mein Rechner ist, wird dann sehr langsam. Und die Sonne scheint jetzt drauf. Dann wird er natürlich auch wärmer. Jetzt läuft das Update durch. Und wenn er dann, das warten wir jetzt noch ab. Wir haben ja noch eine Viertelstunde, bis der nächste Vortrag losgeht. Ja, das braucht schon ein bisschen, passiert im Hintergrund auch ein paar Dinge. Und das Schöne ist jetzt dann, wenn ihr ein Template habt, das vorher, also ein Template-Anbieter zum Beispiel, das ein Template hat, das für Joomla 3 und für Joomla 4 geht, dass eigentlich man dann ziemlich fertig ist mit dem Update. Genau, der nächste Schritt, da sieht man jetzt. Also ich bin jetzt mit meiner Webseite, ich habe jetzt zu Joomla 4 abgedatet. Da sagt er mir jetzt eine Meldung, die installierte Version von Quick Index ist nicht kompatibel mit Joomla 4. Das weiß ich. Bitte prüfen Sie, dass es eine Version von Quick Index mit Joomla 4 gibt und installieren Sie diese. Das wurde deaktiviert. Na, das ist doch ein Service. Ne? Dadurch kann ich dann trotzdem meine Seite aufrufen und diese Seite wurde aktualisiert. Ich kann jetzt gleich mal einen Test machen und klicke hier drauf und schaue mir mein Frontend an. Und das ist jetzt mein Joomla 4 Frontend. Und das war vorher mein Joomla 3 Frontend. Das heißt, das ist in dem Fall wirklich gut gegangen. Und wenn ich jetzt hier irgendwo draufklicke, gleich zufällig Upgrades von Joomla und den Erweiterungen, da sehe ich jetzt genau dieser Quick Index. Das ist eine Erweiterung, die ich, also ein Bilderelement, das ich selber, weil das ist in meinem UTeam Sub-Ding,
dass ich selber da rein programmiert habe, das muss ich anpassen. Es würde mir hier nämlich die Überschriften anzeigen. Aber das ist das einzige Problem, das ich habe. Also ist überschaubar. So, was mache ich jetzt? Ich bin in Joomla 4, ich sehe das Arkiva Backup und ich will jetzt ein Backup machen. Dann sehe ich jetzt als erstes, oh, ich habe hier, please upgrade Arkiva Backup to Arkiva 9. Das heißt, ich würde aufs System gehen, gehe hier in die neue Systemansicht, gehe auf Extensions und installiere mir mein Paket, das ich hier am Desktop liegen habe. So, wenn ich dann Joomla, dann kann ich ein Joomla-Update machen und man sieht dann jetzt gleich ein paar Sachen, die dann da neu sind. Ich würde jetzt hier mit Joomla, mit Arkiva Backup für Joomla ein Backup machen, kann das andere, das Backup, das, da fragt er mich nach der Download-ID, fragt mich über die anderen Settings. Ich will die Settings migrieren, das heißt, dass ich die dann hier habe. Proceed with the migration, muss man sich dann alles durchlesen im Detail. Und dann show me what to uninstall. Ich habe jetzt natürlich noch die alte Version drinnen. Dann klicke ich auf Show me what to uninstall und ich kann jetzt hier mein altes Arkiva 8.10, das für Joomla 3 war, markieren und deinstallieren. Dann habe ich das hier auch schon aufgeräumt. Das macht er jetzt. Jetzt sagt er mir dann, dass da zwei Dinge von diesem F-Framework und Framework abhängen. Und das konnte dann nicht deinstalliert werden. Das müsste ich mir jetzt dann auch noch anschauen. Ich klicke jetzt dann, die Sachen müsste man jetzt nochmal durchgehen, die ich vorher gesagt habe, dass man auf System geht, auf Maintenance, Wartung. Ich bin jetzt hier auf Englisch und müsste mir, oder werde mir das jetzt auf Deutsch umstellen. Backend-Sprache müsste Deutsch sein. Ah, ich muss das, wenn ich auf System gehe, nein, ich gehe ins Kontrollzentrum und habe dann hier, sehe ich, dass ich, Moment, er glaubt jetzt noch, ich habe da, ich gehe jetzt mal auf Erweiterungen prüfen, weil ich weiß, dass hier die Sprache noch abgedatet werden muss. Ja, also das sind jetzt so ein paar kleinere Sachen, die noch zu tun sind, aber eigentlich habe ich eine Joomla 4 funktionierende Webseite. Er sagt mir hier, dass jetzt Sachen, die noch installiert waren, die Update-Quellen noch nicht passen. Aber ja, wird irgendwann funktionieren, dass dann, wenn das Joomla Check Framework dann tatsächlich für Joomla 4 fertig ist, dann geht das. Ich mache jetzt hier das Joomla, das German, JGerman auf 4.0.3. Und einen Punkt sage ich jetzt noch zur Search, weil hier sieht man auch, dass das Search Extension Packets, ich habe auf meiner alten Seite das Search verwendet, verwende es auf der neuen nicht mehr. Das heißt, ich werde das jetzt einfach deinstallieren. Und dazu gehe ich auf System. Verwalten und Erweiterungen und suche jetzt nach der Search und will die nicht mehr, weil es gibt ja hier jetzt unter den Komponenten den Suchindex und jetzt habe ich hier noch die Suche, die will ich nicht verwenden. Das heißt, die würde ich jetzt hier deinstallieren. Das geht jetzt, weil es einfach eine alte Version ist. Also das kann ich mit dem Paket machen und dann habe ich hier nur mehr den Suchindex drin. Genau, dann kann man sich noch die Nachinstallationshinweise ansehen und so weiter. Aber eigentlich hat man damit, da sagt er mir auch, mein Joomla ist aktuell, Download-Keys, das sind jetzt die neuen Punkte unter Joomla 4. Die Fehleranzeige wieder zurückstellen, das geht ja, die globale Konfiguration ist jetzt unter System und Konfiguration. Und damit hätte ich, mache dann natürlich wieder ein Backup, habe das dann, da würde ich Fehler berichten, jetzt wieder auf keiner Stellen und damit habe ich meine Webseite von Joomla 3.10 auf Joomla 4 aktualisiert mit dieser einen Fehlermeldung, die ich mir dann ansehen muss mit dem Quick-Index. Ja, soweit. Ich werde jetzt hier mal den Screenshare aufheben und jetzt könnt ihr mich wieder sehen. Das war im Schnelldurchlauf ein Joomla 4 Update mit den Punkten. Es ist alles sehr gut dokumentiert. Gibt es jetzt aktuell gerade ganz wichtige Fragen? Wir sind schon drüber mit der Zeit. Der nächste Sprecher will dann wahrscheinlich hier nochmal rein. Gibt es jetzt ganz akute Fragen, dann bitte nach vorne kommen. Sonst bin ich dann hier draußen noch. Der David läuft hier im Kreis.
Ja, danke, Sigrid. Du bist ja den ganzen Tag hier. Nein, Blödsinn. Nein, bin ich gar Noch nicht, leider. ein. Bin Stimmt. jetzt noch eine 20 Minuten ungefähr, leider. Also falls jemand was braucht, ich stelle mich raus auf den Flur und dann kann mich jemand was fragen, wenn er möchte. Oder ich gehe zum ersten Tisch. Machen wir so. Okay, passt. Hallo. Da ist der Richard. Hallo, Richard. Ich habe jetzt keine Frage in dem Sinn, aber vielleicht noch eine sinnvolle Ergänzung. Und zwar Sehr gab es gern. da bei dem Pre-Update-Checker ja immer rechts diese Details oder Details. Und wenn man dann unten die Extensions aufgelistet sieht in den verschiedenen Kategorien, keine Update-Info verfügbar, da ist es vielleicht nicht so interessant, aber bei denen, die kritisch sind, wenn man da auf Details geht, da sieht man die Versionsnummern. Dann siehst du, welche Version ist die letztverfügbare, die es für Joomla 3.10 gibt. Und in der Spalte rechts nebendran, welches ist die für Joomla 4. Und was du da siehst, hängt von den Einstellungen im Extensions Manager ab. Da kannst du ja diese Minimumstabilität einstellen, von Ja. stabil auf Beta oder Release Candidate. Und davon hängt es ab. Und dann musst du praktisch gucken, wenn es keine Version gibt, oder wenn du updaten musst, um mit Joomla 4 kompatibel zu sein, dann musst du dich erstmal schlau machen, diese Version, auf die ich updaten will, läuft die dann überhaupt auch mit Joomla 3.10? Ja, das stimmt. Und das siehst du da in erster Größenordnung erstmal nicht. Das heißt, da musst du wirklich dann zu dem Extension, entweder im im Extensions Directory gehen oder sonst wo auf deren Page und versuchen rauszufinden, macht mir das Ding mein Joomla 3.10 kaputt. Wenn das kein System-Plugin oder so ist, sondern irgendein Modul, dann ist das eher nicht der Fall. Admin-Module sollte man halt deaktivieren in so einem Fall, damit das Backend weiterläuft. Und dann kann man diese Extension updaten, bevor man den Core updatet. Aber wenn die Gefahr besteht, dass diese Extension mein Joomla 3.10 Backend schon während dem Update zerschießt, dann sollte man die besser erst nachher updaten. Das wollte ich Ja, noch so das ist. ergänzen, weil das sind gefährliche Sachen. Wie gesagt, Details aufklappen, Versionsnummern prüfen, gegebenenfalls gucken, was der Extension-Hersteller sagt über die Kompatibilität von seinen Versionen. Ganz eine wichtige Info, danke. Ja, ich habe das gestern eben mit meiner Seite da nochmal durchgespielt und da war der Fall nicht, darum habe ich es dann auch nicht drinnen gehabt, leider. Also da wirklich nochmal schauen. Und bei den Extension-Entwicklern auf die Webseite schauen und nachfragen. Also wenn euch was unklar ist, nicht einfach updaten, sondern vorher nachfragen und vorher klären. Sonst ist, wie gesagt, entweder Joomla 3.10 kaputt oder also ihr habt dann normal ja dann ihr habt immer dann ein Update, nicht normal. Da das zu checken und da bei manchen muss man eben vorher genau auf eine bestimmte Version updaten, bei manchen danach und das vorher herauszufinden. Ne? Nachlesen, nachfragen, einfach vorher sicher sein, nicht einfach upgraden und dann in nicht korrigierbare Probleme zu laufen. Danke, Richard, für deine Ergänzung. Gut, also ich stelle mich da vorne jetzt noch zu einem von den ersten Tischen und wenn jemand noch was wissen möchte, will, kann er gerne vorbeikommen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Joomla-Day. Ich bin, wie gesagt, leider jetzt nicht mehr. Ich habe eine private Familienfeier. Ich bin dann unterwegs. Tschüss. Danke.